Wir leben in grausigen Zeiten. Die Welt wird von Psychopathen und Kriminellen regiert. Sie schlagen um sich, ob gegen fremde Völker oder gegen die eigene Bevölkerung. Sie kümmern sich weder um Moral noch um Recht. Sie pochen auf Werte, die sie permanent mit ihrem Militär vernichten. Und sie bekommen auch noch Beifall von uns. Wie US-Präsident Trump für seinen sinnlosen Raketen- und Bombenkrieg. Oder man duldet die Kriege des Erdogan gegen die Kurden oder Netanyahus gegen die Palästinenser. Lassen wir uns nicht täuschen. Trumps Raketenangriff auf den Luftwaffenstützpunkt Sheirat nahe der Stadt Homs war völkerrechtswidrig, ein Kriegsverbrechen, wer immer auch Sarin in Khan Sheikhoun in der Provinz Idlib eingesetzt hat. Der Angriff zielte auch gar nicht auf die Verbrecher, er zielte auf Russland. Die Botschaft lautet: Syrien ist unsere Beute, die lassen wir uns nicht entreißen. Wir werden es nicht dulden, dass Russland mit Iran unsere Interessen stören und uns in die Quere kommen. Wir sind zu allem bereit. Keine Macht und kein Völkerrecht werden uns aufhalten, unsere Vorstellung von der Ordnung dieser Welt umzusetzen. Erinnern wir uns der Resolution 758, die der US-Kongress im Dezember 2014 mit überwältigender Mehrheit unter der Regierung und Administration Obamas noch verabschiedet hat und die immer noch gültig ist. Sie kommt einer Kriegserklärung gegen Russland nahe. Sie ruft dazu auf, Russland zu isolieren und das US-Militär umfassend für eine militärische Konfrontation zu rüsten. Eine militärische Konfrontation in Europa, die zu einer atomaren Katastrophe führen kann. Und dies ist die alte Politik der Konfrontation, die George Kennan schon 1997 in der New York Times, als ich zitiere ihn, den schicksalhaftesten Irrtum der amerikanischen Politik in der ganzen nachkalte Krieg-Ära beschrieb. 3 Jahre zur Erinnerung. Zuvor hatte sich US-Präsident Bill Clinton für eine, auch ich zitiere ihn, stetige, bewusste und offene Ausdehnung der NATO nach Osten ausgesprochen und damit das Versprechen zurückgenommen, das Außenminister James Baker im Februar 1990 dem damaligen Präsidenten Gorbatschow gegeben hatte, keine Ausweitung nach Osten zu unternehmen. Erinnern wir uns genau, 1999 bombardierte die NATO Ex-Jugoslawien, traten Polen, Ungarn und die Tschechische Republik der NATO bei. 2004 folgten Estland, Lettland, Litauen, Slowenien, Slowakei, Bulgarien und Rumänien. Albanien und Kroatien kamen 2009 hinzu. Kosovo wurde 2008 endgültig von Serbien getrennt. Dann standen Georgien und Ukraine zur Aufnahme an. Putin hat beide Staaten als rote Linien bezeichnet, die nicht überschritten werden durfte. Den Zugriff auf die Ukraine hat er mit der Aufnahme der Krim in die Russische Föderation gekontert. Aber die Frage bleibt: Bis wohin wollen die USA die Isolation Russlands noch weiter betreiben? Jüngst hat der US-Kongress uns Mazedonien zur Aufnahme in die NATO vorgeschlagen. Offenbar steckt hinter dieser Resolution 758 und dieser Politik eine Zwangsvorstellung, die der Direktor des US-Thinktanks Group on Grand Design, James Rogers, für die amerikanische Politik so formuliert hat. Ich zitiere ihn: Osteuropa ist das Tor zwischen den riesigen Ressourcen Asiens und den dicht besiedelten und technisch fortgeschrittenen Bevölkerungen Europas. Das bedeutet, dass es entweder vom imperialen Despotismus Russlands oder der demokratischen Zivilisation Europas kontrolliert wird. Aufgrund seiner geografischen Lage wird derjenige,
der den Zugang zu dieser wesentlichen Zone gewinnen wird, auch Einfluss über den gesamteurasischen Superkontingent erhalten. Sollte Osteuropa von Moskau kontrolliert werden, werden die Europäer und darüber auch die Nordamerikaner Gefangene sein, wie sie es die meiste Zeit des Kalten Krieges waren. Sollte Osteuropa von Brüssel und ebenso von London, Paris und Berlin und darüber auch von Washington geformt werden, wird Russland geschwächt und relativ harmlos zurückgelassen, so wie es die meiste Zeit in den 1990er und 2000er Jahren war. Soweit Rogers. Yep. Unsere Elitemedien treiben eine Regierungspropaganda gegen Russland, die skandalös ist. Sie verkaufen uns die Aggressionspolitik des Westens als objektiv und angeblich zum Schutz unserer Sicherheit und der europäischen Werte. Und Sicherheit vor dem kriegslüsternen Putin. Ihnen ist es niemals in den Sinn gekommen, die Kriege ihrer eigenen Regierung und militärischen Interventionen im Nahen und Mittleren Osten in Afrika als imperialistische Eroberungskriege zu erkennen. Es sind immerhin unsere Regierungen, die die Länder überfallen, ihre Gesellschaften zerstören und Vasallenregierungen einsetzen, die sich dem Zugriff auf ihre Rohstoffe und Absatzmärkte unterordnen müssen. Die NATO-Staaten haben gegen die klaren Regeln der UNO-Charta und des Völkerrechts Jugoslawien überfallen. Sie führen in Afghanistan einen jahrzehntelangen Krieg mit unsäglichen Opfern, haben Irak mit dreisten Lügen angegriffen und zerstört. Sie haben Libyen bombardiert, bis es zerbrochen ist und ein Opfer rivalisierender Milizen geworden ist. In Syrien führen sie nun Krieg ohne völkerrechtliches Mandat gegen den Islamischen Staat, den die USA und die Türkei selbst gezüchtet haben. Schließen wir uns zum Schluss dem jüngsten Aufruf aus der Friedensbewegung in den USA an, wie er von Walden Bellow, Noam Chomsky und Mary McGuire und vielen anderen getragen wird unter dem Motto: Wir stehen für Frieden und Gerechtigkeit. Und ich jetzt zitiere einige der Forderungen. Wir treten ein für Frieden, Menschenrechte und das Völkerrecht und gegen Umstände und Denkweisen, Institutionen, Waffenvorbereitung, die Krieg und Unrecht hervorrufen und fördern. Wir treten ein für Gesundheitswesen, Bildung, Wohnraum und Arbeitsplätze und gegen Kriegs- und Rüstungsausgaben. Wir treten ein für Internationalismus, indigene Bevölkerungen und ihre Rechte und demokratische Außenpolitik und gegen Imperien, Diktatur und politische und religiösen Fanatismus und Fundamentalismus. Wir stehen für eine Welt, deren politische, wirtschaftliche und soziale Institutionen Solidarität stiften, Gerechtigkeit fördern, Teilhabe maximieren, die Vielfalt feiern und volle Demokratie anstreben. Dieses sind auch unsere Bekenntnisse zu diesem Ostern 2017. Dankeschön. Ja, vielen Dank an Norman. Als nächstes kommt jetzt und heißt und